Hallo und willkommen zum Kartenorakel zur Herbsttag- und Nachtgleiche. Die Herbsttag- und Nachtgleiche am 21.09., nach manchen Kalendern auch vom 21. bis zum 23.09., also 3 Tage und 3 Nächte, ist eine besonders magische Zeit. Sie steht im magischen Jahresrat der Frühjahrstag- und Nachtgleiche am 21.03. oder in der Zeit vom 21. bis zum 23.03. genau gegenüber. Im keltischen Jahresrat sagt man zur Herbsttag- und Nachtgleiche Mabon, spiegelbildlich zur Frühjahrstag- und Nachtgleiche Ostara. Doch was bedeuten diese beiden Tag- und Nachtgleichen? Sie stehen im Jahresrat zwischen den großen Sonnenereignissen, den Sommersonnenwenden und den Wintersonnenwenden. Sie markieren also als zusätzliche Punkte die Übergänge in die Jahreszeiten. Doch die Jahreszeiten haben auch eine spezielle Bedeutung und ein spirituelles Thema. Das spirituelle Thema im Herbst ist natürlich die Ernte. Doch nicht nur die Ernte von Korn, Früchten und Gemüsen, sondern auch die Ernte von unseren Erfahrungen, von unseren Erkenntnissen. Im Herbst sind wir spirituell dazu aufgerufen, reifer zu werden und auch eine Bilanz zu ziehen. Was hat uns gedient, was hat uns nicht gedient? Was waren wichtige Entscheidungen? Was wollen wir noch verändern? Welche Konflikte wollen wir jetzt im ausklingenden Jahr beenden? Und womit wollen wir nicht in den Winter hinübergehen? Der Herbst ist also eine Zeit der Bilanzziehung, eine Zeit, in der wir unsere Entscheidungen Revue passieren lassen und vielleicht auch unser Verhalten verändern. Es ist eine Zeit des Lernens, der vorläufigen Abschlüsse und der Rechnungen. Manchmal auch der Rechnungen, die nicht aufgehen. In der Liebe, im Beruf und auch im spirituellen Bereich auf unserem eigenen karmischen Weg. Bei der Herbsttag- und Nachtgleiche werden auch oft Fragen nach dem Karma wichtig. Das Karma bedeutet eigentlich in seiner Urfassung im indischen Sanskrit das Handeln, das Gesetz von Ursache und Wirkung. Karma bedeutet also, dass wir die Folgen unserer Entscheidungen und unserer Handlungen ernten. Und das ist ein Thema, das auch ganz wunderbar mit dem allgemeinen spirituellen Großmotiv des Herbstes, der Reife und der Ernte, zusammenklingt. Unsere Frage in der Herbsttag- und Nachtgleichen Zeit lautet also: Was ist mein Karma? Und welche besonderen karmischen Aufgaben habe ich jetzt oder kann ich in den kommenden Monaten lösen? Was ist für mich jetzt also wichtig als karmische Aufgabe? Wähle hierzu, um nähere Klarheit zu erfahren, einen der 4 Kartenstapel. Kartenstapel Nummer 1 unterhalb des Pyriten. Stapel Nummer 2 unterhalb des geweihten Wassers. Stapel Nummer 3 unterhalb der Tonkabohne. Stapel Nummer 4 unterhalb des Safrans. Jeder Kartenstapel kann dir etwas über deine speziellen karmischen Aufgaben jetzt im Herbst verraten. Such dir einen Stapel aus. Stapel Nummer 1, Pyrit. Stapel Nummer 2, geweihtes Wasser. Stapel Nummer 3, Tonkabohne. Stapel Nummer 4, Safran. Hast du deinen Kartenstapel gefunden? Dann beginnen wir mit Stapel Nummer 1. Du hast dich für Stapel Nummer 1 entschieden. Für den Stapel, der mit dem Pyrit verbunden ist. Pyrit ist ein Stein, der in der praktischen spirituellen Arbeit oft bei 2 verschiedenen Themen eingesetzt wird, bei Kommunikation und bei Reichtum. Pyrit wird auch umgangssprachlich Glitter oder Katzengold genannt, denn er glänzt wie Gold, ist aber kein Gold, ist nicht mit dem chemischen Element Aurum verwandt. Manchmal geht Glitter als ein Zeichen für das, was zu schön ist, um wahr zu sein. Und vielleicht ist das ein Thema, was für dich jetzt in diesem Herbst 2022 besonders wichtig wird, die Kommunikation, insbesondere die Kommunikation über das, was echt und wirklich ist, und auch der Reichtum. Was ist der wahre Reichtum? Kannst du da falschen Reichtum, vielleicht auch falschen Statusdünkel und wahren Reichtum unterscheiden? Und was gehört noch alles zum Wohlstand außer Geld? Gehört nicht auch Glück, Gesundheit, Freundschaft, gelebte Partnerschaft dazu und natürlich Spiritualität? Das sind Fragen, die dir der Pyrit stellt. Doch schauen wir jetzt deinen Kartenstapel an. Du hast die Königin der Kelche, die 5 der Münzen, den König der Münzen
und der Gehängte. Die Königin der Kelche, das ist eine Wasserfrau, eine Frau aus einem Wasserzeichen, also Fische, Skorpion oder Krebs. Vielleicht bist du das selbst, vielleicht ist es eine Persönlichkeit, die Eigenschaften verkörpert, die jetzt für dich ganz wichtig sind. Eigenschaften wie Intuition, Mütterlichkeit, eine starke, gebende, fürsorgliche Seite in deiner Seele. Auch die Freiheit, sich von den Emotionen leiten zu lassen, das wird jetzt wichtig für dich. Dein Karma ist es, dass du deine weibliche Seite findest, dass du zu deinen Emotionen und zu deiner Intuition stehst. Wenn du ein Mann bist, hast du auch eine weibliche Seite in deiner Psyche. Auch darum geht es jetzt, vielleicht die verletzte weibliche Seite in deiner Psyche zu heilen. Die 5 der Münzen steht für deinen Beruf. Du hast viele Fertigkeiten und Fähigkeiten, aber manchmal siehst du gar nicht, wie die Personen im Bild, was du eigentlich alles kannst. Vielleicht verkaufst du dich unter Wert. Vielleicht weißt du nicht, wie viel deine Leistungen wirklich wert sind und bist deshalb nicht selbstbewusst genug im Beruf. Der König der Münzen ist ein Mann aus einem Erdzeichen, Steinbock, Stier oder Jungfrau. Entweder eine Person, mit der du wirklich zu tun hast, insbesondere in deinem Beruf, oder auch eine Person, die dir zeigt, dass du bestimmte Eigenschaften verkörpern solltest, nämlich Bodenständigkeit, Pragmatismus, einen gewissen gesunden Materialismus. Das ist manchmal ein Problem für Menschen, die sehr spirituell sind. Die haben mitunter Probleme mit dem pragmatischen, ganz praktischen Materiellen. Sie glauben manchmal, es sei etwas unethisch, Geld zu verdienen und blockieren sich damit selbst. Manche haben auch ein Mangeldenken. Die 5 der Münzen und der König der Münzen sind antagonistischen Karten. Die wollen sich gegenseitig aufheben in ihrer Wirkung. Hier ist ein Problem mit Geld und Finanzen, aber auch mit deinem Zugang dazu. Und hier ist eine ganz souveräne Haltung. Der König der Münzen will dir nämlich sagen, dass Spiritualität auf einem Fundament in der Welt basiert. Das heißt, du musst dich zuerst um deine Bedürfnisse kümmern, du musst gut auf dich schauen und gut für dich sorgen können und dazu auch deine beruflichen Fertigkeiten einsetzen. Und das wird dir jetzt leichter fallen. Wenn du hiermit ein karmisches Problem hattest, vielleicht immer dein Licht unter einen Scheffel gestellt hast und dadurch auch nicht verdient hast, was du wert bist, dann wird das jetzt verändert. Denn die Karte der Gehängte, eine Trumpfkarte im Tarot, zeigt dir, dass du nun die Dinge aus einer anderen Perspektive sehen kannst. Du siehst auch auf dich aus einer anderen Perspektive. Du stehst jetzt zu deinen Emotionen und du stehst zu deinen Leistungen und Fähigkeiten und das zahlt sich wirklich aus. Du hast dich für Stapel Nummer 2 entschieden, das geweihte Wasser. Das geweihte Wasser steht für die reinen Kräfte des Geistes, auch für die reinen Kräfte der Spiritualität und der Emotionen. Durch geweihtes Wasser werden Gegenstände, aber auch Menschen rein. Sie werden spirituell wie wiedergeboren. Und vielleicht ist diese Wiedergeburt genau das, was du dir nach deiner Bilanz im Herbst besonders wünschst. Sehen wir uns einmal an, wo und in welchen Bereichen du wie wiedergeboren sein willst und wie sich für dich dieses Eintauchen in dieses neue seelische Wasser darstellt. Der Herrscher, die 2 der Stäbe, die Liebenden und die 3 der Kelche. Die Herrscherkarte sagt dir, dass du ganz souverän sein kannst. Wenn du bisher ein Problem damit hattest, souverän aufzutreten, dann ist das jetzt vorbei. Mittlerweile weißt du, dass du sehr viel zu bieten hast, dass du mindestens so gut bist wie viele Menschen in deinem Umfeld und dass du auch in manchen Situationen die Kontrolle an dich nehmen kannst, statt dich führen zu lassen. Das ist eine ganz wichtige karmische Lektion für dich. Du lernst jetzt mit dem Herrscher, dass du wirklich auch eine Situation bestimmst, dass du diejenige oder derjenige bist, den Ton anzugeben und auch wirklich eine Richtung zu bestimmen. Diese Karte steht auch für Führungskraft. Vielleicht willst du jetzt im Herbst Führungsaufgaben übernehmen oder im Beruf mehr Verantwortung haben, einen neuen Pflichtenkreis haben. Vielleicht gibt es auch in deiner Partnerschaft oder Familie Situationen, in denen du dringend mehr Autorität im positiven Sinne ausstrahlen solltest. Der Herrscher spricht dafür, dass es deine karmische Aufgabe ist, zu deiner eigenen Autorität zu finden und dich nicht mehr unterdrücken zu lassen. Die 2 der Stäbe sagt, dass du bereits Erfolge hast. Wie ein siegreicher Feldherr stehst du auf einem Hügel und schaust hinunter und siehst, dass du schon in deiner nahen Vergangenheit
große Erfolge, zumindest aber einen Etappensieg erzielt hast. Du darfst also mit einem kleinen Triumph auch stolz auf dich sein. Und auch das ist eine karmische Lektion. Sei stolz auf dich und sei auf gesunde Weise autoritär. Sei dominant, ohne andere zu manipulieren. Das sagen dir diese Karten. Die Liebenden beziehen sich natürlich auf deine Beziehung, auf deine Partnerschaft, aber auch immer auf einen Ausgleich. Diese Karte steht für Harmonie. Du lernst jetzt, wenn es ein Problem war in früheren Beziehungen oder auch in deiner jetzigen Beziehung vor noch gar nicht allzu langer Zeit, wirklich auf Augenhöhe partnerschaftlich zu leben. Das ist eine wichtige Lektion. Und die 3 der Kelche steht für Feier, für Ausgelassenheit, für Freude und fröhliche Momente. Es ist jetzt deine karmische Aufgabe, durch die Erkennung und durch das Leben deiner eigenen inneren Stärke zu einer fröhlichen, heiteren Gelassenheit zu finden und auch wirklich einen entspannten, liebevollen Ausgleich in deinem Alltag zu haben. Du merkst, du musst nicht kontrollsüchtig sein, sondern kannst mit einem geschickten Schachzug alles in deinem Sinne steuern und zum Besten deiner Umgebung. Und dann hast du genügend Zeit und auch Anlass, um zu feiern. Du hast dich für Stapel Nummer 3 entschieden, die Tonkabohne. Die Tonkabohne ist ein Glückssymbol. Sie wird oft verwendet in der Räucher- und Parfümierkunst, weil sie eine wunderbare balsamische Duftnote hat. Und sie wird auch verwendet bei der Parfümherstellung, wo sie gleichsam als aphrodisisch gilt. Die Tonkabohne ist auch ein Glücksbringer. Sie soll nicht nur Liebe, sondern auch Glück und Geld anziehen. Im Portemonnaie getragen soll sie angeblich dafür sorgen, dass der Geldfluss nicht versiegt. Geld, aber auch Anziehungskraft auf allen Ebenen. Anziehungskraft für Finanzielles, aber auch für die Romantik. Das kann ein großes Thema sein für dich in diesem Herbst. Sehen wir, was die karmischen Karten für dich bedeuten. Die 7 der Schwerter, Bube der Münzen, Königin der Schwerter und die 5 der Schwerter. Du hast sehr viele Schwerterkarten. Die Schwerter stehen allgemein für das Reich des Intellekts. Sie stehen für deine Vernunft, für deine Logik, für deine geistige Klarheit, für die Analyse, auch für die Analyse einer Situation. Da du jetzt im Herbst sehr viele Schwerterkarten hast, kann es dein Karma sein, dass du besonders mit der Kraft deiner Vernunft deine persönlichen, privaten und auch beruflichen Verhältnisse sortierst, damit du dort nicht nur Ordnung findest, sondern auch Seelenfrieden. Denn die Karten sprechen davon, dass du sehr in Unfrieden geraten bist, dass es eine ganz starke Unausgeglichenheit gibt und dass dir die innere Balance fehlt. Vielleicht wurdest du auch tatsächlich von außen angegriffen. Die beiden Karten, die 7 der Schwerter und die 5 der Schwerter, stehen für Auseinandersetzungen, die dir wirklich die Ruhe rauben. Die 7 der Schwerter steht für einen Verrat. Du hast jemandem vertraut, der aber nicht vertrauenswürdig war, der dich verraten hat, der dich hintergangen hat, der dich schlecht behandelt hat. Und die 5 der Schwerter steht für eine verletzende Auseinandersetzung oder einen Konflikt, der mit Niedertracht betrieben wird. Hier wird nur noch emotional agiert, es geht gar nicht mehr um die Sachebene. Doch die Sachebene ist genau das, was die Königin der Schwerter hier andeutet. Die Königin der Schwerter ist eine Frau aus einem Luftzeichen, Waage, Zwilling oder Wassermann, vielleicht tatsächlich eine Person, die du kennst und kennenlernst, vielleicht aber auch eine Karte, die dich daran erinnern will, dass du genau diese Eigenschaften einer souveränen Persönlichkeit, einer königlich souveränen Persönlichkeit aus einem Luftzeichen jetzt integrieren solltest. Nämlich die Klarheit des Geistes, den Intellekt, die Vernunft. Diese Konflikte, die gleichsam unter der Gürtellinie geführt werden, nur mit dem Ziel, dich zu verletzen, die solltest du mit dem Schwert der Vernunft beantworten. Nicht indem du aggressiv wirst, sondern indem du alles auf den Sachverhalt zurückführst. Es gibt da Personen in deinem Umfeld und bestimmte Konfliktthemen, die immer nur emotional betrieben werden, die dich triggern sollen, die auch sehr manipulativ aufgestellt sind. Und wenn du in diese emotionalen Fallen hineingehst, ist das nur verletzend und du wirst dich ganz vereinsamt fühlen. Die Königin der Schwerter sagt dir, es ist deine karmische Aufgabe, dich jetzt gleichsam umzudrehen von diesen ganzen emotional hochkochenden Konflikten und mit der Klarheit der Vernunft zu sagen, das will ich, dafür stehe ich, das sind meine Ziele
Und so analysiere ich dich, die Situation. Es geht hier nämlich um eine Analyse und nicht darum, dass du dich hineinziehen lässt in diesen Sog der Emotionen. Du musst wissen, was du willst. Und deine karmische Aufgabe ist jetzt, dich nicht ablenken zu lassen. Denn die 7 und die 5 der Schwerter sprechen auch von Ablenkung durch Außen. Dich nicht in andere Leute Drama integrieren zu lassen, sondern ganz souverän bei dir zu bleiben. Was ist für dich wichtig? Hast du diese Hintergrundmusik nötig? Wenn es etwas gibt, was du hier noch gewinnen kannst, dann gewinne es mit der Kraft der Vernunft und lass dich auf nichts anderes ein. Und der Bube der Münzen steht dafür, dass du noch ein materielles Angebot bekommst. Vielleicht einen neuen Job, eine neue Funktion, eine neue Aufgabe, eine Idee, wie du Geld verdienen kannst. Du kommst aus dieser ganzen unfairen Konflikttreiberei heraus, wenn du jetzt sachlich bleibst, wenn du auch ganz in deinem reifen Ich bist. Das ist das Thema des Herbstes. Und dann gelingt es dir, dein Leben auch materiell und in jeder weltlichen Hinsicht wieder neu aufzubauen. Deine karmische Aufgabe ist, über den Emotionalisierungen zu stehen und ganz vernünftig für dich den Weg frei zu machen, damit deine Zukunft wachsen kann. Denn der Bube der Münzen steht auch für ein Wachstum. Du hast dich für Stapel Nummer 4 entschieden, den Stapel mit dem Safran. Safran ist ein Gewürz, das gleichsam als Verbindung zum Göttlichen gilt. Es ist eigentlich ein Teil eines Krokus, die Blütennarbe des Krokus, und ist sehr selten und dadurch auch sehr teuer. Eine kleine Prise Safran genügt, um Wasser oder Speisen goldgelb zu färben. Und genau diese goldgelbe Farbe wurde immer mit der Sonne und auch mit dem Herzchakra verbunden. Safran bedeutet also, dass es für dich jetzt um Angelegenheiten des Herzens geht, aber auf einer ganz hohen Ebene, auch im Spirituellen. Was liegt dir spirituell wirklich am Herzen und was sind die Botschaften deines höheren Selbst? Sehen wir deine Karten. Die Kraft, der König der Stäbe, die 9 der Schwerter und die 8 der Kelche. Die Kraft ist eine Trumpfkarte im Tarot. Sie steht natürlich für das, was der Name schon sagt, nämlich für die Stärke, für die Energie, aber auch für die Möglichkeit und Fähigkeit, Feinde zu überwinden. In manchen Tarotdecks ist bei der Kraft eine Frau dargestellt, die einem wilden Löwen das Maul aufreißt und dabei ganz unverletzt und souverän daneben steht. Eine Dompteuse also. Und du hast nun die Kraft einer Dompteuse, um Widrigkeiten in deinem Leben zu überwinden. Du musst dir aber auch deiner eigenen Stärke wirklich bewusst sein und dich nicht dafür schämen. Verkleinere dich nicht. Mache dich also nicht unwichtiger, als du wirklich bist und stehe zu deiner Stärke und zu deinen Fähigkeiten. Deine Widersacher scheinen nur darauf zu warten, dass du ihnen Paroli bietest. Also sei ganz selbstbewusst und setze dich durch. Deine karmische Aufgabe ist jetzt wirklich, in deine Kraft hineinzuwachsen. Der König der Stäbe, das ist ein Mann aus einem Feuerzeichen, ein Schütze, Widder oder ein Löwe. Es kann aber auch sein, dass dieser Mann nicht eine Person ist, die du in deinem wirklichen Leben triffst, zum Beispiel im Privatleben, oder dass er jemand ist, mit dem du kämpfst und dich auseinandersetzen musst, dass du diesem Mann gegenüber Stärke beweisen musst. Es kann auch sein, dass er einfach die Eigenschaften repräsentiert und dich dazu wachrufen soll, dass du jetzt Stärke, Willenskraft, Leidenschaft einsetzt, um deine Ziele zu verwirklichen. Der König der Stäbe ist ein Repräsentant der Passion. Er macht genau das, was er will, wie er es will, und er setzt sich durch, er duldet gar keinen Widerstand. Und genau so zu sein, so zu agieren, ist jetzt deine karmische Aufgabe. Verbiege dich nicht für andere und lass dich nicht zum Spielball machen, sondern setze genau das durch, was du willst. Das setzt aber voraus, dass du weißt, was du willst. Selbsterkenntnis steht also noch vor deiner Willenskraft. Und worum geht es bei der Selbsterkenntnis? Die 9 der Schwerter steht für einen langen, schmerzhaften Konflikt, auch für quälende Gedanken, denn die Schwerter repräsentieren das Element Luft. Es gibt da eine konflikthafte Situation in deinem Leben, die du nie gelöst hast, die sich vielleicht auch gar nicht lösen lässt, die man am besten verlässt, weil es die einzige Möglichkeit ist, hier zur Ruhe zu kommen. Du hast dich gequält, du hast dich kasteit und du hast keine Lösung gefunden.
Und die 8 der Kelche sagt, dass es hier wahrscheinlich um dein Privatleben geht, um deine Liebe, um deine Beziehung. Du bist unzufrieden, du fühlst dich nicht erfüllt, du fühlst dich nicht gesehen von deinem Partner. Im schlimmsten Fall fühlst du dich nicht geliebt. Vielleicht ist es auch eine Ex-Beziehung, die dich in Gedanken immer noch belastet. Du überlegst, wie wäre es gewesen, wenn, hätte ich doch, hätte er doch, hätte sie doch. Doch diese Gedanken führen nirgendwo hin. Die 8 der Kelche sagt dir, du solltest diese Situation und auch dieses Gedankenkreisen jetzt unbedingt verlassen. Geh raus. Du hast keine Beziehung nötig, die für dich unbefriedigend ist und in der du auch immer wieder verletzt wirst. Ist es eine vergangene Beziehung, so bringt dir das Grübeln über das Vergangene keinen Fortschritt. Deine karmische Aufgabe ist jetzt wirklich, in deine Kraft hineinzuwachsen, nachdem du Unbefriedigendes und dir nicht Gewachsenes wirklich überwunden hast. Neben den 4 Kartenstapeln, von denen du dir einen ausgesucht hast, gibt es noch eine kleine Zweierlegung, die für alle gilt. Egal, ob du Stapel 1 mit dem Pyrit, Stapel 2 mit dem geweihten Wasser, Stapel 3 mit der Tonkabohne oder Stapel 4 mit dem Safran gewählt hast, diese Kartenbotschaft ist universell. Was wollen diese Karten dir sagen zur Herbsttag- und Nachtgleiche? Die 8 der Stäbe und das Rad des Schicksals. Die 8 der Stäbe bedeuten, dass du nun Konflikte zu Ende gekämpft hast. Du hast das meiste, was dir das Leben in diesem Jahr geschickt hat, schon erledigt. Du hast es durchdacht, durchkämpft und du hast für dich eine Lösung gefunden. Du bist jetzt frei, deine Zukunft neu zu gestalten. Die 8 der Stäbe steht am Ende eines Krieges. Du schaust dich jetzt um. Die Schlacht ist gewonnen oder fast gewonnen. Was steht vor dir? Deine ungewisse Zukunft, aber eine Zukunft, die du mit sehr viel Souveränität nach deinem Wunsch gestalten kannst. Und das Rad des Schicksals sagt dir, dass es in diesem Jahr noch viele Chancen gibt, die du ergreifen kannst. Jetzt bist du frei. Jetzt sind diese bindenden Konflikte, die auch viel deiner Konzentration und Aufmerksamkeit an sich gerissen haben, beendet oder fast beendet. Du kannst durchatmen und es geht nun für dich in eine schicksalhafte neue Wandlungsphase. Das ist eine sehr positive Kombination.